Guten Morgen. Wisst ihr, was ich rausgefunden habe, beziehungsweise was? Wenn ich diesen Effekt mit der Hand mache, dann muss ich die Hand vor die Linse tun, nicht vor das Display. Ja, ernsthaft. Wir sind in Ötzer. Was ist denn noch? Kid Valley. Ah, vorher hat es Kid Valley gesagt. Kid Valley, da ist ein großes Schloss, eine Burg. Eine mittelalterliche Burgruine aus dem 12. Jahrhundert waren die Ursprünge. War in Monty Pythons Holy Grail. Was die da auf Deutsch heißt? Monty Python und der Heilige Gral. Nein, also die Ritter der Kokosnuss. Ach so. Das ist, ich bin nicht so der Monty Python-Fan. Eigentlich deswegen, so gar nicht. Weil der König Arthur, dessen Knappen, die können nämlich sich keine Pferde leisten und dann galoppeln die vorne weg ohne Pferd und hauen mit zwei Kokosnüssen die Pferdegeräusche. Aha. Ja, deswegen das hast du lange gebraucht. Das ist nicht meine. Ich habe vorher gesagt, ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich ihn lustig fand. Aber dann fand ich ihn sehr lustig. So, jetzt zeigen wir ein paar Drohnenaufnahmen von hier. Dann werden wir zurückfahren in den Pembrey Country Park. Da wollen wir dann, waren wir gestern. Ein paar Videos drin, der Übernachtungsplatz war eigentlich fantastisch, gell? Hervorragend. Unglaublich, also da stand einer da, der ist dann gefahren, so ein Handwerker und Dänen. Kamen noch, Dänen lügen nicht, das weiß man. Dänen lügen nicht. So, außerdem haben wir beide Mützen auf, weil wir haarmäßig nicht vorzeigbar sind. Und Kaffee getrunken. Nicht vorzeigbar. Nichts anderes. Haarmäßig sind wir nicht vorzeigbar. Ah, schicke Mützen, ja? Gott sei Dank ist ja wieder Bauma in München im Oktober. Kann ich wieder neue Mützen holen. Jetzt fahren wir aber erst noch nach Burryport. Dort soll es einen Parkplatz geben, da könnte man entsorgen. Das wäre nämlich wichtig. Und dann ab im Park. Vanlife-Probleme. Vanlife-Issues. Aber wir hätten nur was noch. Ja, Ersatz. Ersatzkassette. Aber wenn wir die nicht brauchen, ist auch nicht schlecht. Weil wir sind ja Vanlifer ohne Trockentrenntoilette. Dafür sind wir aber zu viert unterwegs. Das ja, genau. Deswegen müssen wir alle zusammenzwicken. Also, dann machen wir das jetzt, oder? So machen wir das. Gut. Was machst du jetzt? Sagen wir nicht. Also, bis dann. Ciao. So, jetzt sind wir hier in Pembrey, wo wir dann nachher zu dem Park fahren, haben aber in 6 Kilometer Entfernung gibt es wohl einen Parkplatz an einem Bahnhof in Burryport, wo man entsorgen kann. So, schauen wir jetzt mal hin und hoffen, dass es eben tatsächlich so ist. 30, genau. Da ist schon so eine Radarkontrolle. Die sind ja immer ganz gut markiert.
da geht es in den Park, das machen wir nachher. Geht es ein bisschen Skifahren. Unsere Hoffnung ist, dass da jetzt heute am Montag nicht so viele Leute in dem Park sein werden. Obwohl gestern Abend, das war jetzt auch nicht so schlimm, gell? Ich glaube, das verläuft sich sehr. Genau, das ist ein sogenannter Lollipop-Man. Ratet mal, warum der Lollipop-Man heißt. Jetzt können wir go. Thank you, Lollipop-Man. Soll ich ein verantwortungsvoller Job Lollipop-Man sein? Ah, so der Lollipop-Lehrling. Ich find's aber gut. Lollipop-Man trifft's total. Ui, Kirsten, ja, du kriegst der Green Light. Das sind's wahrscheinlich früher. Ich würde aber nicht hier in eine Straße fahren, wo steht Not suitable for heavy vehicles. Da würde ich nicht reinfahren. Nein? Nein. Wenn da steht Not suitable for HGVs, for heavy goods vehicles. Nehmen Sie die Tür direkt danach. Biegen Sie rechts ab. Guck mal, die haben ja auch gestrickt. Ja. Beschränkung fahren voraus. Ich würde sagen, du fährst jetzt geradeaus, oder? Ja. Moin. Serving the community, das könnte er ja hier irgendwo. Warnung. Beschränkung fahren voraus. Wägen Sie ab, ob Sie weiterfahren können. Biegen Sie rechts ab, direkt danach. Biegen Sie scharf rechts ab. Nein, nein, wir fahren einfach geradeaus. Weil das geht da hinten sicher irgendwo raus. Ja, da hat uns Park for Night irgendwie reingelegt. Also, das war nix hier. Entweder stimmen die Koordinaten nicht oder was auch immer. Uah, da vorne ist einer Baustelle. Wenn der da durchkommt. Nein, dann komm, wink die mal durch. Noch einige. Aber der sucht vielleicht auch die Entsorgungsstation. Ja. Der Humpty Dumpty. Die stehen aber auch jetzt da mit ihrem Dingens ein bisschen blöd da, gell? Perfetto. Bis auf ihn. So, das hat er auch gemerkt. Ah, sehr freundlich. Dankeschön. Rückwärts fahren ist keine Option. Seite geht, aber rückwärts ist keine Option. Nee. Jetzt sind wir zumindest wieder auf einer etwas größeren Straße. So, also wir sind wieder auf einer etwas größeren Straße und melden uns dann, wenn wir im Park sind. Und wir stellen fest, auch die Waliser fahren sehr, sehr höflich, freundlich und zuvorkommend. Jetzt kommt wieder ein Twin Pass Lad, gell? Twin Pass heißt übrigens Hump. So, jetzt sind wir wieder im Pembrey Country Park. Erheblich weniger los, da gibt es eine schöne Picknick- und Grill-Area. Da werden wir jetzt hinfahren und dann unsere Videos machen. Heute ist auch nicht so viel Wind. Können wir dann vielleicht auch die Drohne nochmal hochjagen. Thank you.
Guten Morgen. In the morning. Good morning in the morning. Es ist morgen. 10. Wir sind in Kilvelgi, wo wir das zweite Mal übernachtet haben. Nachdem wir gestern im Park waren, Kirsten zeigt euch jetzt dann noch schnell ein paar Bilder, oder hast du schon gezeigt? Wurscht, also Kirsten war jedenfalls kurz im Dorf, weil da ist so Urban Knitting, was heißt das? Urbane Stricken. Ja, ich glaube, die haben einfach vielleicht hier einen Wettbewerb gehabt, wer sein Dorf am schönsten verschönert, oder die haben ja stundenlang hier gestrickt. Ja genau, das zeigen wir euch noch kurz. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das Dekorieren mit den Leuten durchgegangen, aber nur, dass ich bedenke, wie viele Stunden Arbeit hinter den einzelnen Teilen stecken, das ist echt Wahnsinn. Die müssen ja hier 2 Jahre lang nur gehäkelt und gestrickt haben. Ja. Genug Handarbeit, ich verspreche es. Wir gehen jetzt zurück. Wir müssen noch was grillen. Die müssen was grillen, ich muss nur essen. Du hast einen besseren Part irgendwie. Ja, ich habe den Teenager-Part. Das Abtrocknen. Nein, das hat Paul. Aber du darfst es aufräumen. Oh. Time for tea ist aber eine gute Idee. Kurz. Ja. Er weiß nicht, wie viel ich gefilmt habe. Ja, du weißt nicht, wie viel ich rausschneide. Und jetzt geht es wieder nochmal zurück in den Pembrey Country Park. Da wollen wir noch ein Video drehen. Und den haben wir euch aber in allen Facetten ja schon gezeigt. Deswegen machen wir jetzt mit dem Video hier Schluss und melden uns dann, wenn wir vom Pembrey Country Park wieder weiterfahren. Wir hoffen. Wir haben euch ein paar schöne Eindrücke von Wales gezeigt. Ihr hattet Spaß dabei. Freuen uns über einen netten Kommentar, über ein Abonnement hier bei Camp & Grill oder drüben bei Barbecue Alt Perlach. Er will aber wissen, ob ich es verdrehe oder nicht verdrehe. Ich verdrehe es ausfällig nicht. Nein, ich konzentriere mich manchmal. Genau. Und ansonsten, ja, dann bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, servus.